heute vielleicht der politische Film im Wettbewerb von Yafia Panahi, Pade, zu Englisch geschlossener Vorhang. Und der englische Titel, der hat ja auch eigentlich eine besondere Bedeutung. Ja, genau. Im Film werden sehr viele Vorhänge auf und zu gemacht. Und das Ganze ist natürlich ein Film, der jedem Filmfestival gut steht, weil es ein hochpolitischer Film ist, der sich mit dem Filmemachen selbst auseinandersetzt. Panahi hat ja ein Berufsverbot bekommen. Der Film ist irgendwie aus dem Iran rausgeschmuggelt worden und wurde als Weltpremiere jetzt hier auf dem Festival gezeigt. Und ist ein sehr metaphorisches Stück über einen Filmemacher, der keine Filme mehr machen darf. Die Berlinale setzt ja damit auch so ein politisches Zeichen. Ich glaube, vor 2 Jahren war er hier eingeladen zur Jury. Da durfte er auch nicht ausreisen. Man hat dann einen leeren Stuhl aus Solidarität da stehen lassen. Für mich stellt sich die Frage, hätte man diesen Film auch eingeladen, wenn es nicht diesen politischen Hintergrund gegeben hätte? Ich glaube, den Film kann man nicht verstehen, wenn man ihn nicht in dem Kontext sieht, in dem er stattgefunden hat. Weil alles, was da drin passiert, eben sehr biografisch veranlasst ist und deswegen muss man den im Kontext sehen. Und ich glaube, er wäre auch so eingeladen worden, weil Panahi ein sehr guter Filmemacher ist. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Berlinale hat sich ja sogar die Bundesregierung direkt an die Regierung des Iran gewendet und gebeten, dass Panahi zum Festival kommen darf. Also es ist schon ein wichtiges Thema. Wie kann man eigentlich einen Film machen, wenn man Berufsverbot hat? Und ich glaube, er hat auch Hausarrest, kann wahrscheinlich nicht aus seiner Wohnung raus. Wie funktioniert das? Also Hausarrest hat er, soweit ich weiß, nicht. Er ist da in seiner Villa in diesem Film. Da hängen auch überall Poster seiner alten Filme. Kann man auch symbolisch sehen. Er darf nur keine Filme machen über andere. Und das ist der Knack an diesem Film. Er macht einfach einen Film über sich und umgeht damit sozusagen die Zensur, wobei die den Film wahrscheinlich nicht rausgelassen hätten, wenn sie gewusst hätten, was, weil es natürlich versteckter Kritik und wie gesagt metaphorische Positionierung zu diesem Regime ist natürlich in dem Film drin. Ich habe von einem anderen Kollegen gehört, dass der Film auch ein bisschen anstrengend ist. Muss man sich den wohlwollend anschauen oder... Ja, ich kann nur wieder sagen, Kontext, ohne das geht's nicht. Er hat, man würde sagen, Längen, weil es eben sehr viele Einstellungen gibt, wo man ihn sieht, wie er nachdenkt, wie er seine Wohnung anguckt, wie eine zweite Figur, eine Art Doppelgänger, sein schreibendes Ich, ist ein anderer Schauspieler dann, durchs Bild läuft und mit einem Hund spielt und die Hunde sind im Iran eben, gelten als schmutzige Tiere, sind verboten. Auch das kann man natürlich wieder symbolisch sehen, dass er sich um seinen Hund kümmert und den versteckt vor der Außenwelt. Der Regisseur war ja jetzt noch nicht da. Die Pressekonferenz ohne den Regisseur ist ja schon was Besonderes. Wurde auf der Pressekonferenz darauf nochmal Bezug genommen oder auch allgemein zur Situation der Filmemacher in dem Iran? Ja, auf jeden Fall. Also der zweite Hauptdarsteller ist selber Filmemacher und auch Schauspieler und hat sich natürlich auf diese Situation bezogen, hat gesagt, dass das alles sehr schwierig ist. Das Gleiche hat auch die Hauptdarstellerin gesagt, die sagt, es ist stellvertretend, was sie dort spielt für viele junge Frauen, die dort Probleme haben. So ein Teil in diesem Film geht es um ein Mädchen, das verfolgt wird, weil sie mit Freunden am Strand gefeiert hat und dann Zuflucht in dieser Villa sucht. Und ja, man kann halt diesen Film nicht einfach so sehen, sondern man muss ihn eben unter dem Blickwinkel eines Statements auch betrachten. Und ja, und dazu haben sie sich sehr vorsichtig geäußert, was darauf hinweist, dass sie eben auch vorsichtig sein müssen, wenn sie zurück wollen in das Land. Die Jury hat ja schon anklingen lassen, dass sie die Berlinale besonders schätzt, weil sie soziale und politische Themen aufgreift. Daher natürlich die zwangsläufige Frage, wäre das ein Kandidat für einen Bären? Glaubst du, dass die Jury auch aus Solidarität den Film auszeichnen wird? Ja, was in einer Jury passiert, weiß ja niemand so genau. Wir sind alle, glaube ich, in den letzten Jahren oft überrascht worden über deren Entscheidung. Rein filmisch betrachtet ist es, glaube ich, kein Meisterwerk oder so. Aber man kann ihn eben nicht nur filmisch betrachten, sondern muss ihn im Kontext sehen. Und wenn er ausgezeichnet würde, wäre das sicherlich ein Solidaritätsstatement eher als ein, wie soll man sagen, qualitatives Filmstatement. Obwohl es eine, wie ich finde, tolle Geschichte ist irgendwie über diesen Mann, der weiter Filme machen will und gegen seine Verzweiflung kämpft, die in dem Film halt in vielen Symbolen gezeigt wird. Okay, vielen Dank.